Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnich. Willkommen zu einem neuen Road to Commander Part. Los geht's. So, normalerweise wollte ich etwas erwähnen. Allerdings, ich kann einfach nicht reden und zocken gleichzeitig. Das ist einfach nicht meine Stärke und das wisst ihr, glaube ich. Ich kann zwar reden und ich rede auch sehr viel während dem Zocken. Allerdings, das kleine Problemchen ist, dass ich, wenn ich Sinnvolles reden will, und gut spielen will, das kann ich nicht. Ich kann es gar nicht, wirklich nicht. Und ich denke auch, das wird dann nichts. Deswegen rede ich in diesem Part mal wieder etwas ein bisschen Sinnvolleres. Ich meine, ein bisschen Sinnfreieres, eher gesagt. Na gut, das mache ich ja jeden Part, ne, aber da seid ihr ja dran gewohnt. Aber ich kann ja mal ganz, ganz kurz mal erklären, um was es gehen würde. Und zwar, es geht um tägliche Upload-Zeiten. Also wann was hochkommen soll, um dieselbe Uhrzeit täglich. Und ja, wisst ihr was, ich mache einfach dazu ein Vlog dann jetzt die Tage mal, wo ich euch frage, was für Zeiten ihr euch am besten wünscht für ein tägliches Road to Commander und so weiter und so fort. Oh, sorry, es ist gerade so lange her, dass ich das gespielt habe. Ich nehme mal die Waffe. Ist schon wirklich eine längere Zeit her, dass ich COD gespielt habe. So. Ey, das kann ja nicht wahr sein, Alter. Was für ein verfickter Sniper ist das denn? Meine Güte, aber auch. Sorry, ich bin heute ein bisschen müde. Alter Schwede, scheiße. Gut, mein Team verliert so oder so. Und, oh, scheiße, okay. Alles klar, 5 zu 5. Bestes Score ever. Also, das kann ich hier manchmal wirklich gar nicht glauben. Wir haben gerade Terminal gespielt, ich habe die Lobby nicht gewechselt. Und auf einmal kommt wieder Terminal, nachdem Quarry weggestimmt wurde. Aber meinetwegen. Oh, und ja. Bitte schreibt noch keine Uhrzeit in die Kommentare, weil ich schon sehe, wie viele Leute eigentlich die Uhrzeit schon in die Kommentare schreiben. Ja, mach um diese Uhrzeit bitte das und das und so weiter und so fort. Bitte noch nicht. Ich werde das so ein Vlog machen, wo ihr dann die Chance habt, mir zu sagen. Ja, shit, von hinten. Mir zu sagen, welche Uhrzeit ihr euch wünscht. Vorher bitte nicht. Weil es nervt dann halt nur, wenn ich in den Kommentaren, ja, die ganze Zeit sowas lesen muss. Übrigens, die Gegner sind Bastarde. Wollte ich nochmal kurz anmerken, aber ich hoffe, das wisst ihr. Shit, ja. Ja, das geht gar nicht. Überall Sniper. Gut, das ist eine Scheißrunde mal wieder, Alter. Hab mir übrigens überlegt, zwei RTCs am Laufen zu haben. Kommst du Bastard, Alter. Hör. Wisst ihr, was mich am meisten aufregt an den Snipern? Wenn sie immer ihre verfickten Blendgranaten werfen. Ey, du. Ich hätte schon fast gesagt Hurensohn. Allerdings muss ich mich dann gewöhnen, dass, ja, die Mutter ja quasi für seine, ja, alltäglichen Probleme nichts für kann. Kann ja eigentlich keine Mutter, außer die Erziehung lief falsch. Aber ihr seht schon, nur Sniper. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man jedes Mal. Guck mal, das ist eine Sniper-Lobby schon wieder. So eine verfickte Sniper-Lobby. Kann ich mich nur ärgern, sorry. Jetzt geht's wieder los. Ja, töte mich! Mein Gott, sorry. Wisst ihr was? Ich scheiße einfach drauf. Ist mir jetzt auch egal. Ich werde so oder so wieder rumschreien, aber im Großen und Ganzen ist es ja immer wieder dasselbe eigentlich. Es sind der sogar noch die Farmers. Vor allem, wenn die nur einen Schuss abgeben, dann muss man sich wirklich immer Sorgen machen. Ich denke aber jetzt auch in Zukunft, shit. Also ihr seht, ich kann wirklich wenig machen. Es ist nicht möglich wegen den Bastarden. Was für ein Motherfucker aber auch, ne? Was für ein Motherfucker. Riesige Motherfucker, Leute, riesige. Bisschen problematisch, was hier gerade vor sich geht mit diesen ganzen Snipern. Meine Güte. Chillt mal eure Base, mein Gott. Oh Jesus. Ich weiß gar nicht mehr, von wo die kommen. Weil ich jetzt auch schon eine längere Pause von COD gemacht habe, quasi. Da kann es sein, dass man wieder ein paar Probleme hat. Mit dem Aiming und dem Verständnis, wo die Gegner sein könnten. Aber ich denke, das muss ich niemandem sagen. Ist ja meine alltägliche Ausrede, die ich jeden Tag benutze. Ihr wartet natürlich alle drauf, bis ich einmal schreie, so richtig schreie, genau. Aber das sind wir ja nicht von euch anders gewohnt, ne? Ihr nehmt alle quasi dieselben Drogen. Wow. Wisst ihr, was eigentlich, brauche ich da gar nicht lang zu gehen, weil ich sowieso sterbe. Ja, ich töte den Spacken, Alter. Nein! Fuck! Was für eine Missgeburt. Haha.
Man muss wirklich sehr strategisch gegen diese Bastarde vorgehen. Das sind... Die sind... Hat der Collateral bekommen oder was? Sag bitte nicht ja. Nee, hat er nicht. Der fühlt sich auch gut, wisst ihr? Der fühlt sich jetzt richtig geil, Mann. Ah, mein Team verliert sogar. Es geht, es kann ich. Ich habe so Lust zu schreien, wirklich. Ich habe so Lust, richtig zu schreien. Allerdings habe ich keinen Bock, wieder heiser zu werden oder sowas, weil. Boah, ich habe so Lust, gerade alles rauszulassen. Oh, ich habe so Lust. Ich habe so Lust, die sich. Oh Gott, ich würde die umbringen, Alter. Also jetzt im Spiel, ne? Nicht im realen Leben. Im realen Leben gebe ich mich mit solchen Menschen nicht ab. Wollte ich nur mal kurz anmerken, ja. Du bist ein kleiner Missgeburt, Alter, wie ich dich hasse. Ihr wisst gar nicht, wie sauer ich gerade bin, ernsthaft. Jedes Mal tue ich mir das an, Alter. Jedes Mal. Ich schalte die Konsole an und weiß schon, was passieren wird. Ja, jetzt geht's los, pass auf. Wow, ich habe ihn gekillt. Oh mein Gott, wie ist das möglich? Ich sterbe natürlich sofort wieder danach. Weil sich an irgendeinem Ort ein anderer Sniper befinden muss, der gerade Drogen nimmt. Wisst ihr was? Nimm das, du Bastard. Tot ist er. Ja, natürlich endet das Spiel. 17 zu 4. 14. Gutes Goal, ne? Ey, meine Cam laggt. Cam, hör auf damit! Sie laggt. Wieso macht sie sowas? So, ich kann es nicht glauben, aber es ist High Race. Zum einen freue ich mich, weil das eine meiner Lieblingsmaps hier in diesem Game ist. Und zum anderen... Ja, ist diese Map einfach richtig cool. So, was ich gerne sagen wollte. Sorry für die Lags, aber mein PC hat den ganzen Abend durchgerendert. The Last of Us habe ich durchgerendert. Ich mache hier gerade ein Let's Play von The Last of Us Remastered. Also The Last of Us quasi dasselbe Spiel, weil mir das alte Let's Play nicht so gefallen hat. Und ja, davon machen wir halt ein Let's Play. Natürlich, du kleiner Wichser. Hat wahrscheinlich einen Scuff-Controller oder sowas. Fühlt sich jetzt richtig cool. Jetzt geht's los, pass auf. Natürlich, komm du Motherfucker. Was denkst du, wer du bist, Mann? Ja! Oh yeah! Oh yeah! Kleine Schlampen. Mein Gott, wie ich mich... Wie gut man sich fühlt, Alter. Ja, Mann, wir haben Ninja freigeschaltet, Leute. Oder auch nicht, keine Ahnung. Oder um den Dreckskerl kümmere ich mich. Am liebsten würde ich mich um jetzt kümmern, Alter. Ich würde ihn einfach in Stücke zerreißen, Alter. So, ich gehe mal den Besuch abstatten. Ich kann nicht mal zielen, das ist natürlich... So kennt man mich ja. So. Nein! Oh, wie ich... Mein Herz, es klopft und klopft. Das kann er kaum zu glauben. Ich schreie sehr viel drum in meinen Videos, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, wenn es auch noch so aufgefallen ist. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Game, ernsthaft. Ich glaube, ich starte einen Road to Commander nebenbei, weil MW2, ich halte das nicht aus. Wenn ich wenigstens Schuld hätte an dieser ganzen Scheiße. Wenn ich wenigstens Schuld hätte. Jetzt hatte ich Schuld. Okay, jetzt hatte ich Schuld. Ich kann nicht zielen. Ich bin auch behindert und gestört, Mann. Ja, komm her. Komm her. Versuch's mal. Hua! No! Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Der Feind blockiert unser Radar. Sorry, ich denke, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde einfach mal... Also, wenn der mich jetzt killt... Ja, das... Es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich so sagen soll. Das sind einfach richtige Missgeburten. Das macht keinen Spaß, mit diesen Bastarden zu spielen. Ernsthaft. Keine Ahnung. Sorry, aber ich glaube, ich würde ganz ehrlich mal mit einem Black Ops 1 Road to Commander nebenbei starten, weil ich kann das Spiel nicht jeden Tag spielen. Ich mache mich nur kaputt, es ist so unfair. Es ist einfach so verdammt unfair. Schaut euch das mal an. Er hat einen Sniper, Leute, er hat einen Sniper, dieser Wichser. Guck mal, ich kann nicht mal meine Semtex werfen. Übrigens, die Sniper werfen immer diese Blendgranaten, deswegen. Jedes Mal. Es macht keinen Spaß, sorry. Es macht wirklich keinen Spaß. Gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu.
Wäre das kein Road to Commander, wäre das normales Live-Commentary, würde ich das auch gar nicht hochladen. Weil, ja, es ist einfach Bullshit, was hier gerade vor sich geht. Am liebsten würde ich halt schreien, aber das ist halt nicht das, was man vielleicht machen sollte. Wow, eine Harrier. Mein Team verliert auch dauerhaft, ne? Die wissen gar nicht, was gewinnen heißt, ne? Kann das sein, oder? Ja, das kann sein. Natürlich. So, na, ja, es war so klar. Ach Gottchen. Gut. Achtung, feindliche Aufklärungszone gesichtet. Verbündete Predator-Rakete im Anflug. Feindliche Aufklärungszone gesichtet. Er trifft mich trotzdem. Obwohl ich den heftigsten Sprung meines Lebens mache, trifft er mich. Keine Ahnung wie, frag mich bitte nicht. Ja, feindliche Mutter wurde gesichtet wahrscheinlich. Ach Gottchen. Also was... Ah. Wisst ihr, ich habe schon vorher gestöhnt, weil ich schon wusste, dass ich sterben werde. Ich wusste es schon. Ja. Gut, ich denke, dann mache ich noch einen Vlog, wo ich ein paar Themen erwähne, die sehr, sehr wichtig sein könnten. Ich habe mich versucht, so sehr zurückzuhalten wie möglich, aber ihr seht, es ist unbeschreiblich manchmal. Ich bin ein erfahrener Call of Duty-Spieler normalerweise und ich erlebe hier Sachen, die nicht normal sind. Oh, Favela. Shit. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Road to Commander in MW2. Für mehr, bewerten, kommentieren. Abonnieren, für mehr Videos. Und ich sehe dich im nächsten Video.